Mann, schön, dass ihr am Start seid. Irgendwo aus Berlin. Heute mit einer Special-Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Wir testen heute die erste Pizza der Welt. Ein Ableger aus Italien, der eine Zweitfiliale in Berlin aufgemacht hat. Und testen den Ursprung quasi. Denkt dran, ich sage es jetzt immer, lasst die Kommentare glühen und den Daumen oben, lasst den glühen für den Algorithmus. 50 Euro Gutschein hier wieder, angepinnt oder Top-Kommentar, eins von beiden werde ich mir aussuchen. Ein Kommentar, aber unbedingt auch eure Empfehlung. Welche Pizzen, welche Döner und. Haut es rein, wir fahren jetzt los zur Pizza. Da in den Knast kommt ihr rein, wenn ihr nicht den Daumen oben rein donnert und nicht kommentiert, Leute, damit ihr das verstanden habt jetzt aber, ne? Also die Pizza, die wir jetzt testen, stammt von dem Restaurant aus Italien. Ich weiß jetzt nicht wo. Oh, ich habe mich fast auf die Fresse gelegt. Und die haben Ableger hier in Berlin nach dem Originalrezept der ersten Pizza der Welt. Und wir fühlen uns hinein, wie das ursprüngliche Rezept schmeckt von der ersten Pizza der Welt. So, und das ist das Interessante an der ganzen Sache. Und jetzt sehen wir uns im Restaurant da. Also, absolut unauffällig. Würde ich das nicht wissen, als wäre eine Pizzeria, wo ich vorbeifahre und denken würde, es gibt eine Standardpizza. Ich hoffe, die überzeugt mich von einem Gegenteil. Seit 1870. Zieht es euch rein. Muy mundo. Ahmed, sind wir bereit oder sind wir bereit? Oh, hola. Ach nee, das heißt hola doch nicht. Ciao, ciao. Grüß dich. Ja. Wir sind jetzt direkt am Start. Wir haben hier nur Italiener. Alle sprechen nur Englisch oder Italienisch. Ihr wisst, beides bei mir schlecht. Aber ich guck mal, das sieht hier schon Ur-Italiener. Alle aber mit einer anderen Herkunft, aber ursprünglich aus Italien. So muss man das sagen. In der Pizzeria der ursprünglichen in Italien, da war zum Beispiel Julia Roberts und hat er gegessen. Da sind wir auch sehr stolz drauf und haben sozusagen die Szene, den Ort nachgestellt. Haben den gleichen Tisch aufgestellt, die gleiche Wandfarbe quasi, das alles nachgemacht. Und so sah das hier aus. Dann gehen wir direkt hinter den Pizzatresen und dann gucken wir, was denn so anders ist. Oder ob das vergleichbar ist mit den Pizzen, die wir so getestet haben. Wir haben ein riesen Ranking, besten Pizzabäcker der Welt getestet, besten Pizzabäcker für den besten Teig gekrönt und alles am Start gehabt. Und wir werden jetzt diese Pizza gleich erstmal uns zu Gemüte führen. Und wenn du jetzt sagen müsstest, merkst du, dass du in der ersten Pizzeria der Welt bist sozusagen? Schon, hab ein Feeling, weil es ist so traditionell fast. Ja. Wir sind hier in Berlin, keiner redet hier Deutsch, das ist schon heftig. Also das Feeling ist geil, also es spricht wirklich keiner Deutsch, nur Englisch. Egal mit wem du sprichst, sogar ein Gast sitzt da, kann kein Deutsch, perfekt für mich. Aber es ist schon sehr, ja, sehr basic, aber es hat irgendwas, es liegt was in der Luft. Das ist auch die wunderbare Chefin. Die Chefin, no? No, no, Sister. Oh, Sister. Yeah. This pizza, what makes the pizza good? So the tasty, later you can try and you can tell me, really original. The pizza is very thin, it's the original. Since 70. Yeah. Das gleiche Rezept immer noch. We will taste it. We will taste it. Okay, thank you. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch. Sehr gut. I try in English. Is this the best pizza you ever eat? I'm Italian. And I would say that this is the best pizza I ever ate. Why? I don't know, it's thin and the mozzarella is so good, so... Okay, okay. Would you bet money that I say too, it's the best pizza in the world? I will bet, yeah. I will bet. Yes? $1 million. $1 million? $1 million. I win. We will see. Thank you. Das ist die Marinara. Ahmed sieht die. Ich mag dann doch lieber die Margherita so. Das sieht lecker aus. Lecker schmecker. When I eat the pizza, it's so... Oh, lecker, lecker, schmecker, saftig, saftig, knaftig. When you see this after my pizza, everything is fine, everything is okay. And lecker, lecker, schmecker. Holle ist der beste Lover. Lover. Lecker, lecker, schmecker. sorry. You like what you do? Yeah. So, ich werde mich hier hinsetzen, wo Julia gesessen hat. Und ich werde mich ein bisschen reinversetzen, so als wäre sie am Start, wisst ihr? Ja. Holle, du bist der beste Lover, den ich je hatte. Warum guckst du so? Das ist gar nicht witzig. Jetzt gibt es noch mal eine Special-Pizza irgendwie zusätzlich. Uiuiui, was ist denn da an Special? Halbe Mozzarella, halbe Marinara. Diese Marita. Da wird der Teig jetzt gemacht, Leute. Da kann nur ganz viel Luft zwischen sein. Uiuiui.
So, jetzt wird es ein bisschen lauter hier. Sehr faszinierend. Leicht, trotz Teller, würde aber dem Pizzateig alles entsprechen. Das sah so luftig aus, das kann nicht viel lieber. Fällt, so wie eine napolitanische Pizza sein soll. Schön geröstet. Perfekt. Erstmal lieblich süß von der Tomatensauce. Da merkst du gleich diese herbe Röstung. Das gibt ihm so Charakter und so einen Kontrast zu dieser Tomatensauce. Welt, sag ich euch, so ist das. Für mich ganz wichtig, muss guter Fiordelatte sein. Ich habe jetzt so viele Pizzerien gegessen, die diesen Käse verwendet haben. Manchmal schmeckt der richtig geil milchig, manchmal schmeckt der gefühlt nach gar nichts. Nicht meine Lieblingsvariante, ich habe schon irgendwie gegessen, war noch milchiger. Aber gut, anders einfach. Schlechter kann ich nichts sagen. Riesig auch erstmal, ja? Und stark war, sag ich euch wirklich. Für 98 viel zu wenig für die Pizza. Wirklich, viel zu wenig. Wir haben so einen schönen, dumpfen Geschmack. Der kommt durch diese Röstung. Den Teig an sich, würde ich jetzt mal sagen. Die Mehlball natürlich. Dieser Kontrast ist geil. Zu dem Süßen von der süß gewählten Tomatensauce. Marinara werde ich noch nehmen. Der Rand, also richtig leichter Crunch. Weißt du, was der mich auch erinnert? An den von Mr. Pizza. Das ist der erste seit ihm, wo diese Punkte auf dem Rand zu sehen sind. Ja, ich kann bei einer Sache direkt den Wind aus dem Segel nehmen. Der Teig ist rein von der Qualität, von der, wie weich er war und wie luftig er war. Jetzt bei meinem Platz 1 Pizza und auch beim besten Pizzabäcker der Welt kommt es nicht ran. Aber er hat was Besonderes. Diese Dumpfheit, die ich angesprochen habe. Diese Röstung, wodurch das halt so richtig knuspert. Das ist hier geil. Das ist einfach heftig. Der Teig an sich hat einfach was Besonderes. So ausdrücken. Bei diesen Profi-Pizzen, sag ich mal. Es ist einfach so, zwischen den einzelnen Pizzen passt nur ein Blatt Papier zwischen. Da ist nicht viel Unterschied. Armin hat es vorhin schön im Auto gesagt, die meisten nutzen gleichen Käse, gleiche Tomatensauce. Teig ist einfach über Jahre, Jahrzehnte, kann ich sagen, über ein Jahrhundert bei dieser Pizza, schon mehr als das, perfektioniert. Diese Pizza ist für mich eine 9 von 10. Die kommt vom Teig nicht ganz dran, aber sie hat etwas Besonderes. Sie ist anders. Sie hat diesen dumpfen Geschmack, sie hat dieses Knuspern vom Teig. Für mich eine spezielle Note, wo ich sage, irgendwo mit viel Fantasie, ich stelle mir darunter die Ursprungs Pizza vor, wisst ihr? Das ist Gedanken für mich, der Geschmack der ersten Pizza der Welt. Und damit beende ich das Video. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Mir hat das Video Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Zeigt es mir einen Daumen oben und einen Kommentar. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.